Die Sonne ist technisch gesehen nicht das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie befindet sich in einem Raum, der Baryzentrum genannt wird, auch als Massenmittelpunkt bezeichnet. Ihre Position hängt auch davon ab, auf welchem Planeten du stehst. Das Baryzentrum ist normalerweise dem Objekt mit der größeren Masse am nächsten. Da wir uns also auf der Erde befinden, ist unser Zentrum des Sonnensystems die Sonne. Aber wie gesagt, sie ist nicht das Zentrum des Sonnensystems. In Bezug zum Jupiter liegt das Baryzentrum sogar außerhalb der Sonnenoberfläche. Jupiter ist 318 Mal größer als die Erde, daher ist die Verteilung anders. Die Planeten drehen sich nicht wirklich um die Sonne, sondern um ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt. Stell dir vor, du balancierst einen Bleistift auf der Spitze deines Fingers. Du müsstest ihn genau in der Mitte platzieren, damit er nicht zu einer Seite kippt. So wie die Masse des Bleistifts gleichmäßig verteilt ist, könnte man meinen, dass sich alles so ausgleicht, vor allem im Weltraum. Aber versuch mal, einen Hammer auf deiner Zehenspitze zu balancieren. Die Chancen stehen gut, dass du dir dabei deinen Zeh brichst. Sein wahrer Massenmittelpunkt liegt in der Nähe der Hammerkuppe und nicht in der Mitte, wo du ihn anfasst. Der Schwerpunkt der Erde und der Sonne ist wie dieser Hammer. Der Massenschwerpunkt liegt mehr oder weniger in der Mitte des Objekts. Wenn sich die Sonne um die Erde drehen würde, müsste unser kleiner blauer Planet realistischerweise genauso groß sein wie die Sonne oder sogar noch größer. Dabei dürfen wir aber die anderen Planeten in unserem Sonnensystem nicht vergessen, denn sie müssten sich auch um uns drehen. In der Antike dachten kluge Köpfe, dass sich alles um die Erde dreht. Sie nannten es das geozentrische Modell. Und das machte für sie durchaus Sinn, weil es so aussah, als würde sich alles um uns drehen. Die Sonne und der Mond spielten in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle. Und erst viel später kam es, dass wir uns im Vergleich zum Universum unbedeutend fühlen. Im antiken Griechenland und im Mittelalter nutzten kluge Köpfe das geozentrische Modell, um den Weltraum zu erforschen. Erst im 16. Jahrhundert änderte sich das Modell. Damals konnten sie sich nicht vorstellen, dass sich alles um die Sonne dreht. Und falls doch, hatten sie damals nicht das Wissen und die Möglichkeiten, um das zu untermauern. Die Erde kann nicht das Zentrum des Sonnensystems sein, weil sie dafür nicht groß genug ist. Aber wenn die Größe gepasst hätte, hätte sich das Leben ganz anders entwickelt. Wir wären wahrscheinlich weniger auf Sauerstoff angewiesen. Einige Tiere wie Wale und Delfine kommen stundenlang ohne einen einzigen Atemzug aus. Sie schlafen sogar unter Wasser. Die Menschen auf der sonnengroßen Erde hätten also spezielle Lungen bekommen und müssten nicht ständig Luft schnappen. Das bedeutet, dass das pflanzliche Leben begrenzt wäre, mit nur ein paar Sträuchern hier und da. Es gibt Billionen von Bäumen auf der ganzen Welt, aber der Hauptbeitrag zur Sauerstoffproduktion kommt von den Algen im Meer. Auf den riesigen Flächen der Ozeane und Meere pumpen Algen die Luft, die wir atmen, nach oben. Sauerstoff wäre auf diesem Planeten nicht so reichlich vorhanden, aber unsere Atmung könnte auf Kohlendioxid umgestellt sein. Das Gas, das auf anderen Planeten häufig vorkommt. Wenn der Planet heiß ist, wird das Wasser knapp. Wir würden es nur an bestimmten Orten des Planeten finden, beispielsweise hoch oben in den Bergen. Der Boden wäre zu versenkt, als dass darauf etwas überleben könnte. Auch die Jahreszeiten könnten wir vergessen. Die Sonne ist derzeit gerade groß genug, um uns das zu geben, was wir brauchen. Aber wenn die Erde so groß wäre und die Sonne nur ein Himmelskörper wäre, der Wärme abstrahlt, hätten wir immer das Gefühl, in einer Mikrowelle zu sitzen. Die Tage und Nächte wären anders und es würden kaum Niederschläge fallen. Bei so viel Hitze, die im Kern erzeugt wird, würden wahrscheinlich ständig Erdbeben und Vulkane ausbrechen. Die Oberfläche wäre praktisch eine glühende Ebene aus rotem Magma, das herumwabert. Das wäre dann der wahre rote Planet. Aber wenn wir die gleiche Landschaft wie auf der heutigen Erde hätten, dann wäre es gut, irgendwo in der Nähe der Berge zu wohnen. Die Berge wären zwar mit dem Kern verbunden, aber trotzdem wäre es dort besser, als auf dem Boden zu bleiben. Einige der Berggipfel könnten sogar 100 Mal höher sein als der Mount Everest. Die Canyons wären so tief, dass der Marianengraben im Vergleich dazu wie ein kleiner Riss aussieht. Auch die Tiere würden sich anders verhalten und anders aussehen. Kaltblütige Tiere dürften nur wenig Sonne aufnehmen, damit sie nicht verbrennen. Tiere müssten weit wandern, um in fernen Gebieten Wasser zu finden. Vögel können hunderte von Kilometern fliegen, also würden wir wahrscheinlich einige schlanke Vögel durch die Luft sausen sehen.
Aber weil die Schwerkraft auf der kolossal großen Erde so stark wäre, bräuchten die fliegenden Tiere dünnere Knochen und einen dünneren Kern, um überhaupt fliegen zu können. Die wahren Überlebenden wären die Mikroorganismen. Sie können bei extremen Temperaturen und Druckverhältnissen leben und kommen eine ganze Weile ohne Sauerstoff aus. Die Nächte wären dunkel, weil es keinen Mond gäbe, der das Sonnenlicht reflektiert. Der Mond wäre wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Er wäre also nur ein schwebender Ball am Himmel. Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ist am Äquator am höchsten. Wenn sich also alle Planeten und die Sonne um uns drehen würden, wäre unsere Rotation nicht mehr so bedeutend. Neue Wetterphänomene würden unsere Ernten gefährden. Die Menschen hätten sich anders entwickelt, als wir es getan haben. Wir wären wahrscheinlich kleiner und stämmiger, weil die Schwerkraft so stark ist. Und wegen der steigenden Temperaturen würden wir wahrscheinlich überall auf der Welt in Höhlen leben. Die stärksten von uns wären in die Berge gewandert. Wir hätten wahrscheinlich den gleichen Evolutionspfad wie heute, aber andere körperliche Merkmale. Unsere Pigmentierung würde wahrscheinlich auch anders aussehen, um mit der Hitze klarzukommen. Der Wüstenfuchs hat große Ohren, um Raubtiere zu hören und um sich in der sengenden Wüstenhitze abzukühlen. Es ist möglich, dass wir aus dem letztgenannten Grund auch größere Ohren hätten. Wir wären viel stärker als heute und unsere Knochen wären kräftiger und stabiler. Die Schwerkraft ist eine der wichtigsten Komponenten für die Entwicklung unserer Knochendichte und Muskelmasse. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich keine Werkzeuge für die Jagd bräuchten. Das hätte die Bronzezeit und die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, verzögert. Mit wenig Vegetation wäre es nicht so wichtig, aufrecht zu stehen, um Raubtiere rechtzeitig zu entdecken. Wir wären auch nicht die schnellsten Läufer. Aber wir wären stark genug, um ein Rudel seltsam aussehender Wölfe abzuwehren. Und wenn die Erde überdimensioniert wäre, dann wäre es möglich, dass mehrere Menschenarten in isolierten Gebieten das Land durchstreifen würden. Einige Menschenarten würden wachsen und sich zu den intelligenten Denkern von heute entwickeln, aber andere würden sich nicht verändern. Und einige Lebewesen aus der Vergangenheit gäbe es immer noch unverändert. Haie gäbe es schon seit der Zeit der Dinosaurier. Sie müssten ihre Form nicht ändern oder sich anpassen, weil sie so dominant sind. Andere Tiere würden sich wegen ihrer Isolation nicht verändern. So wie auf den Galapagos-Inseln, wo einzigartige Tiere leben, weil sie dort so isoliert leben. Ohne Raubtiere, die ständig um sie herumlauern, haben sie keine Angst vor Menschen. Auf der neuen Erde in Megagröße gäbe es Gebiete, die so groß wie Asien wären und mit isolierten Tieren bevölkert wären, die genau so bleiben würden wie bei ihrem ersten Erscheinen. Auch die menschliche Spezies in diesen Regionen würde sich nicht verändern, weil sie sich nicht bewegt oder mit irgendwas experimentiert hätte. Ihre Ernährung bliebe gleich und sie würden sich an das Klima gewöhnen, in dem sie leben. Auch die Technologie hätte sich in den verschiedenen Teilen des Planeten unterschiedlich entwickelt. In einigen Gebieten, die völlig isoliert sind, gäbe es keinen Zugang zu neuen Geräten und Erfindungen. Es wäre so, als würde man auf einem Planeten mit verschiedenen Epochen zur gleichen Zeit leben. Andere Gebiete wären so fortschrittlich, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sogar vom Planeten wegfliegen könnten. Unsere aktuelle Schwerkraft reicht aus, damit wir gut leben und uns entwickeln können. Aber wenn wir die Erde auf die Größe des Jupiters aufpumpen würden, dann würde uns die Schwerkraft zerquetschen. Und bei der Größe der Sonne wäre die Erde nicht einmal mehr ein Planet, sondern ein brauner Zwerg und würde ständig brennen, bis sie zu einer neuen Sonne wird. Im Moment ist die Erde in unserem Universum so klein, dass sie praktisch wie ein Sandkorn in der Wüste ist. Auf kosmischer Ebene sind wir also ein unbedeutender Beitrag in diesem Universum. Mehr als 1 Million Erden passen in unsere Sonne. Neue Forschungen haben gezeigt, dass zwischen 20% und 35% der Sonnen ihre eigenen Planeten fressen. Und dass ein Viertel der Planetensysteme, in der Sterne eine Sonne umkreisen, eine chaotische Vergangenheit haben. Was Leben gibt, kann es auch wieder nehmen. Alle Planeten in unserem Sonnensystem umkreisen diese Sonne. Und das tun sie auf eine mehr oder weniger gleichmäßige Tour. Wahrscheinlich haben sie sich über die Zeit so eingepegelt, aber das haben nicht alle geschafft. Diese chaotische Existenz bedeutet, dass ein Sonnensystem eine Menge Planeten im Wurf hatte und die Wirtssonne einige aussortierte und wegschmolz. Unser Sonnensystem ist perfekt ausgerichtet, sodass sich die Schwerkraft der Planeten nicht gegenseitig stört. Die Schwerkraft des Jupiters ist viel stärker als die der Erde, was bedeutet, dass wir ein weiterer Mond für Jupiter wären, wenn sich die Erde dem Jupiter näherte.
Der Planet ist sehr groß. Wenn die Erde so groß wie eine Weintraube wäre, dann wäre Jupiter der Basketball. Selbst mit der besten Technologie der Welt ist es schwierig herauszufinden, ob Sterne tatsächlich ihre Planeten fressen. Der beste Weg, das zu untersuchen, ist die Beobachtung von Doppelsternsystemen. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für ein System mit zwei Sternen, die sich gegenseitig umkreisen. Normalerweise müssten die beiden Sterne etwa zur gleichen Zeit aus den gleichen Gasen und unter den gleichen Bedingungen entstanden sein. Das bedeutet, dass sie mehr oder weniger die gleichen Elemente enthalten sollten. Wenn du morgens deine Augen öffnest, begrüßt dich das Sonnenlicht, das Millionen von Kilometern zurückgelegt hat. Je näher wir ihr kommen, desto heißer wird sie. Aber die Strahlen, die von der Sonne kommen, enthalten auch bestimmte Chemikalien, die sie einzigartig machen. Die Chemikalien, die mit der Sonne in Verbindung gebracht werden, sind leichte Stoffe wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Helium. Es wurden auch andere Stoffe in ihr nachgewiesen, aber das waren die wichtigsten. Wenn du diese Elemente untersuchst, erfährst du mehr über die Geschichte eines Sonnensystems. Du kannst sagen, ob es chaotisch oder reibungslos ablief. Forscherteams untersuchten 107 Doppelsysteme, die aus Sonnen wie der unseren bestehen. Sie analysierten dazu das Licht. Da jedes System zwei Sonnen enthält, haben sie das Licht verglichen, um Unterschiede zu erkennen. Sie beobachteten, dass Sterne mit einer dünnen äußeren Schicht andere Elemente haben als ihre Begleiter. Alle Sonnen enthalten leichte Elemente, aber es gibt einige schwere Elemente in der Nähe dieser Sonnen wie Eisen, Silizium und Titan. Diese Elemente bringen wir mit Raumterrain in Verbindung, was wir auf der Oberfläche sehen, aber dort schweben sie im Weltraum. Die dünnere äußere Schicht ist im Vergleich zu den anderen Schichten besonders reich an Eisen. Viele Sterne werden als Zwillinge geboren. Auch die meisten Sterne in der Milchstraße haben einen Partner im Doppelsternsystem. Das bedeutet, dass unsere Sonne ziemlich einzigartig ist, weil sie keinen Partner hat. Es gibt aber einige Theorien, die besagen, dass sich die Sonne in der Vergangenheit von ihrem Zwilling entfernt hat. Es könnte der etwa 184 Lichtjahre entfernte HD 186302 Stern sein. Das wäre dann unser Glücksstern. In Molekülwolken werden Tausende von Sternen geboren. Sie bestehen aus Gas und Staub, die allmählich unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Unsere Sonne könnte auf diese Weise vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden sein. Und wenn die Sterne reif genug sind, ziehen sie in die Ferne, oft mit ihrem Reisegefährten. In der Wissenschaft wird tatsächlich behauptet, dass bis zu 85% aller Sterne im Binärsystem unterwegs sind oder mehrere Partner haben. Aber mehr als 50% sind Doppelpaare. Das Problem ist nur, dass wir unseren nicht sehen können, weil er vor einer Ewigkeit von seiner ursprünglichen Umlaufbahn abgewichen ist. Aber man fand Spuren von ihm in der Oortschen Wolke. Das ist die riesige Ansammlung von Kometen, Weltraumgestein und Eis am äußeren Rand der Reichweite unserer Sonne. Sie treiben ziemlich viel herum, weil sie weit von der Schwerkraft der Sonne entfernt sind und leicht aus ihrer Umlaufbahn in den offenen Raum geschleudert werden können, wo sie wie bisher einfach durch die Leere des Weltraums fliegen. Der Grund, warum einige leichte Elemente mit Gesteinselementen verbunden sind, ist, weil die Sonne sie aus ihrer Umlaufbahn gestoßen und dann verschlungen hat, als sie näher kam. Das passiert auch, wenn ein Stein an seinem Platz zu groß wird und anfängt, alles um ihn herum zu verschlingen. Laut Wissenschaft kann ein Stern, der einen Planeten auffrisst, diesen so schnell ins Chaos stürzen, dass er schließlich auseinanderbricht. Aber keine Sorge, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Sonne unseren Planeten in naher Zukunft verschlingt, ist sehr gering. Sterne entstehen, wenn eine riesige Wolke aus Wasserstoff und Helium wächst, bis sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht. Der Druck steigt und erreicht extreme Hitze, die wir nicht mal mehr messen können. Schließlich verlieren die Wasserstoffatome ihre Elektronen, wodurch der Wasserstoff miteinander verschmilzt und Energie freisetzt, die der kollabierenden Schwerkraft entgegenwirkt. Aber wenn die Schwerkraft die Wasserstofffusion übersteigt, beginnt der Stern sich auszudehnen und wird zu einem roten Riesen. Nach etwa einer Milliarde Jahren verschwindet der Wasserstoff im äußeren Kern und es bleibt sehr viel Helium übrig, das mit den anderen Elementen fusioniert. Und irgendwann ist das Helium verschwunden und der rote Riese schrumpft durch die Schwerkraft zu einem weißen Zwerg. Und wenn er ganz verschwindet, entlässt der Rest des Sterns Tonnen von Gas und Staub ins All. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass unsere Sonne noch 7 bis 8 Milliarden Jahre vor sich hat, bevor sie dieses Stadium erreicht. Und wenn es soweit kommen sollte, passiert das nicht über Nacht.
So etwas braucht Millionen von Jahren, um sich zu entwickeln. Aber was wäre, wenn die Sonne uns über Nacht verschlingt? Die Erde würde sich in Sekundenschnelle aufheizen. Jede geringfügige Veränderung um ein paar Grad führt zu verschiedenen Katastrophen. Eiskappen würden innerhalb von Sekunden schmelzen und Küstengebiete werden überflutet. All die kleinen Inseln in den abgelegensten Gebieten der Welt werden überflutet und wenn es noch heißer wird, schmelzen auch alle schneebedeckten Gebiete, weil dort dann ein wüstenähnliches Klima herrscht. Manche Orte werden brennen und deine Alltagsgegenstände schmelzen sofort. Auch im Erdinneren würde es heißer werden, sodass auf der ganzen Welt Vulkane ausbrechen. Die Antarktis würde schmelzen durch die Hitze und durch die Vulkane, die aus ihr herausbrechen. In wenigen Minuten würde sich die Erde in Feuer und Asche verwandeln und dann explodieren. Die winzigen Teile der Erde schweben dann im Weltraum herum und erreichen Gebiete, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Aber keine Sorge, das wird nicht wirklich passieren. Wenn die Sonne unsere Rotation stört, wäre das Ergebnis ein anderes. Es würde auch heiß werden, weil das Magnetfeld um uns herum uns vor der Sonnenstrahlung schützt. Aber wenn wir aus der Bahn geworfen werden, wird das Magnetfeld schwächer und die extreme Hitze der Sonne bringt uns zum Kochen. Die Schwerkraft würde auch instabil werden, was die Physik unseres täglichen Lebens chaotisch durcheinander bringen würde. Aber wir müssen noch 5 Milliarden Jahre warten, bis die Sonne zu einem roten Riesen wird. Sie wird immer größer und irgendwann Merkur und Venus verschlingen. Wahrscheinlich steht auch die Erde auf ihrem Speiseplan. Wenn die Erde nur 1,5 Millionen Kilometer näher an die Sonne heranrücken würde, wäre sie unbewohnbar. Das klingt weit weg, aber im galaktischen Verhältnis ist das nur das Vierfache der Entfernung zwischen Mond und Erde. Die Erkennung der chemischen Zusammensetzung der Sonnenstrahlen in weiter entfernten Sonnensystemen kann Forschenden helfen, andere erdähnliche Planeten zu finden. Weil sich die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre der Sterne durch das Planetenfressen verändert, können wir Rückschlüsse auf die Vergangenheit dieser Sonnensysteme ziehen. Das Wichtigste, was wir erkennen müssen, ist, ob die Planeten einen stabilen Orbitzyklus haben. Wenn das der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass der Planet die gleichen Schritte durchlaufen hat wie die Erde, auf der sich das Leben entwickelt hat. Aber dieser Prozess wird ewig dauern, denn es gibt Millionen von Sternen in der Nähe, die unserer Sonne ähnlich sind. Die Wahrscheinlichkeit, einen Planeten zu finden, der der Erde ähnlich ist, ist bei dieser Forschungsgeschwindigkeit fast unmöglich. Aber falls doch, dann könnte es auf diesem Planeten Leben geben. Ob es sich dabei aber um intelligentes Leben handelt, lässt sich nicht feststellen. Aber vielleicht durchleben sie das gleiche evolutionäre Schicksal wie wir.